Wir sind hier mit Reto Piritz, Head of Delegation, erleichtert. Ich bin mega erleichtert, weil es ist immer eigentlich ein schöner Moment, wenn man den Song veröffentlichen darf. Man schafft wirklich monatelang, nicht nur wochenlang, monatelang darauf ein, mit der ganzen Selektion, die verschiedenen Phasen und Stufen. Dann hat man den Künstler, dann geht es darum, den Song fertig zu produzieren, dann geht es darum, den Videoclip zu machen, bis man endlich so weit ist, dass man ihn veröffentlichen kann. Und darum ist das immer sehr ein schöner Moment. Kannst du noch ein paar Worte sagen zum Auswahlverfahren? Das Auswahlverfahren ist mehr oder weniger gleich wie beim Luca Hänischi Gatmi. Wir haben 100 Leute wieder gehabt, die das Televoting spiegeln. Wir haben 20 internationale Musikexperten gehabt, die das Juryvoting spiegeln. Die haben je zu 50% können mitentscheiden. Man kann sagen, dass Répondez-moi von John Steers bei beiden Jurys einen Spitzenplatz hatte und darum auch eindeutig klar war, dass wir mit dem Titel werden gehen. Wie sind deine Erwartungen jetzt für Rotterdam mit dem Song? Die Erwartungen sind hoch seit dem letzten Jahr. Also der Druck ist auch hoch, den ich spüre. Ich hoffe nicht, dass es eine Frage wird sein, mit dem Titel, ob wir ins Finale kommen oder nicht. Das glaube ich definitiv nicht. Also der Titel hat absolutes Potenzial, dass wir im Finale sind. Und ich glaube auch im Finale, dass wir sehr, sehr einen guten Platz wieder machen können. Top 10 wäre schön. Kann man es nicht so genau voraussagen. Kommt ein bisschen darauf an, was Konkurrenz macht. Aber das gibt es auf jeden Fall anzustreben. Ein sehr spannendes Video auf alle Fälle. Das lässt natürlich erwarten, wie sieht es auch dann mit der Bühnenshow. Kannst du schon ein paar Sachen oder ein paar Worte verlieren zum Staging? Das Konzept ist ein bisschen gleich wie das letzte Jahr. Das letzte Jahr haben wir das Video rausgelassen, noch nichts zum Staging gesagt. Das werden wir das Jahr bis Rotterdam, wird man nicht viel erfahren zum Staging. Aber im Musikvideo, wie auch schon das letzte Jahr, hat es gewisse Elemente, wo man vielleicht daraus rausnehmen kann, wo man muss prüfen, funktioniert das auf der Bühne oder funktioniert es nicht. Und das machen wir jetzt die nächste Zeit. Wir sind intensiv dran, jetzt die Bühne schon konzipiert ist sie schon, aber aufzubauen und auszuprobieren. Und es wird spannend bis am Schluss. Ich glaube, es ist ein Song, der sehr speziell ist. Es ist ein Künstler, der speziell ist, der wird auffallen im ESC. Und dementsprechend machen wir auch ein Staging, der wird auffallen, der eben nicht einer klassischen Ballade entspricht. Kannst du auch sagen, ihr habt natürlich letztes Jahr war der Druck auch sehr hoch. Luca Heine war ein sehr bekannter Name. Jetzt aufgrund des Erfolges ist der Druck noch höher. Gibt es auch Learnings vom letzten Jahr? Es gibt ganz viele Learnings überall, oder? Also das fängt an, mit welchen Leuten schafft man wie zusammen, wie sieht der Zeitablauf aus bis nach Rotterdam, bis wann müssen wir welche Schritte gemacht haben, dass wir auch noch Korrekturen machen können. Wir arbeiten jetzt schon intensiv zusammen auch mit dem holländischen Fernsehen, also wir sind jetzt schon im Austausch, auch wegen Ideen, zum schauen, wie realistisch ist das technisch zu machen. Also das läuft jetzt alles und insofern glaube ich, ist letztes Jahr tatsächlich ein gutes Jahr gewesen, zum zeigen, was man könnte, aber wir müssen es wieder noch mal bestätigen. Und ich bin aber also wirklich mega zuversichtlich, dass wir ein tolles Resultat werden haben.